Konnichiwa. So, weiter geht's. Folge 8. From the best job in the world. So. Ich würde mal sagen, bevor wir uns für eine der beiden Seiten entscheiden, leuchten wir erstmal beide Seiten. Ach, du Kacke. Aus, wollte ich gerade sagen. Okay, hier scheint es schon. Wow, geile Atmosphäre. Ja, hier geht es wieder hoch. Egal, hier ist nochmal Kupfer. Das ist ganz geil. Sogar viermal Kupfer. Fünfmal Kupfer. Tja, das heißt, die nächsten Werkzeuge werden wir definitiv aus Bronze fertigen. So, gehen wir hier lang. Klopft das Ganze noch ein bisschen auf, ja? Fuck my life. Und brr. Langsam wird unser Inventar voll. Wir brauchen unbedingt mal wieder wir brauchen unbedingt mal Backpacks. So. Die Frage aller Fragen, auf die ich die Antwort jetzt schon kenne, ist, gibt es hier Eisen? Und die Antwort ist nein. Oh! Ja, schau mal, da guck. Kennen wir doch. Irgendwoher. Das ist. Ist das Zinn oder ist das. Ah, nee, ist Silber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Haben wir also jetzt zumindest wieder ein bisschen Silbervorrat. Sehr gut. Oh, noch mehr Silber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist zwar alles nicht so gut wie Eisen, aber zumindest besser als Steinwerkzeuge. Ne? Also, ich möchte nie wieder LOL Steinwerkzeuge haben. Schade, ich dachte, wir haben jetzt den Geheimgang aufgetan. Zu einer anderen Dimension oder sowas. Aber nee. Natürlich nicht. Komm hier, da. Oh, geht ja relativ tief runter. Das ist kein Zinn, das ist kein Silber, das ist Zinn. Ja, ist Zinn. Wertloses Plunder, Geplunder, Plunderlala. Ich meine, wertlos ist es nicht, aber wir haben jetzt schon mehr als genug. Von daher ist es für uns gerade wertlos. Da waren wir auch schon. Ah, super. Okay, dann baue ich dich mal wieder ab. Damit uns das Licht nicht später irritiert, mein Weg nach Hause. Oh, ein bisschen Silber. Kommen wir wieder hoch? Ja, auch. So, in die andere Richtung, da hinten, die Fackel baue ich am besten auch wieder ab. Damit sie uns hier später nicht irritiert. Wo ist denn die jetzt? Was ist die hier? Ja, doch, Body. So. Gut, das heißt, der Weg hier, oder die beiden Wege hier, ist schon mal nichts. Zumindest nichts, was für uns jetzt von Interesse ist. Dann gehen wir mal doch in die andere Richtung. Das heißt, da hoch? Nein. Wo kamen wir jetzt? Okay, wir kamen von da. Das heißt, wir müssen jetzt nach da. Fackeln haben wir noch. So. Einmal im Kreis laufen, bitte, oder was? Ja, tatsächlich einmal im Kreis laufen. Schön, nice, gefällt mir. In Klammern nicht. Leck mich. Wie gesagt, im Kreis laufen ist halt immer das Problem, wenn man einmal im Kreis läuft, verläuft man sich nur noch. Deswegen am besten die Wege immer so ausleuchten, dass man immer einen klaren Weg hat. Und so, also hier kommt auch nichts mehr. Gut, ich glaube, bei der Laufer wirklich einfach mal nach Hause. Das sollte auch erstmal reichen. Wir haben genug Fackeln verschwendet. Für kein Eisen. Ich meine, wir haben einmal Eisen bekommen und das war auch nur durch ein Monster.
Also sieht die Bilanz tatsächlich eher schlecht aus. Kommen wir hier noch hoch, nachdem alles verbombt wurde? Nein. Natürlich nicht mehr. So, da hinten müsste irgendwo unser Ofen sein. Genau. Sehr schön. Ach, der Ofen selber kann da bleiben. Braucht keiner. Das bisschen Gestein, was der gekostet hat, ist irrelevant. Gut, schön. Können wir endlich mal nach Hause gehen hier. Und zwar jetzt mal den offiziellen Weg und nicht über den Spawn, ne? Also. Ich meine, den Weg über die Hölle ist natürlich eine schöne Abkürzung, aber ist jetzt nicht legit. Und schon gar nicht gesund. Von daher. Vor allem bringt der halt auch eher weniger, weil wir dabei natürlich auch alle Items verlieren. Muss man dann natürlich auch mit dazu. Ah, wie hieß er? Hä? Hier fehlt ja was. Warum fehlt dir was? Warum sagt das keiner? Warum interessiert das niemanden? Was ist hier los? Was ist geschehen? Was ist passiert? Was ist was? TV. Komm, ruf da. Ruf da, ruf da, ruf da, ruf da, ruf da, ruf da, ruf, ruf. Da geht's weiter. Hä? Wo geht's weiter? Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Okay, dachte gerade schon. Oh, la, 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 la. Na, 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 na. So, jetzt müssen wir in die Richtung weiter. Und ja, die Fackeln da hinten lasse ich trotzdem. Weil ansonsten spawnen da definitiv irgendwelche Viecher. Strich, Strich, Dungeon Master. Und das wäre eine mittlere bis schwere Katastrophe. So, hier ist nochmal Silber. Ist auch nochmal Silber. Und das hier dürfte auch nochmal Silber sein. Nee, ist Sinn. Nee, war doch Silber. Lull. So, da oben ist auch nochmal Silber. Sehr schön. Bam, perfekt. So, jetzt müssen wir hier nur. Oh, das ist noch zweimal Silber. Müssen wir hier nur viel rauskommen wieder. Wisst ihr was? Ich. Oh! Ja, ist ja gut jetzt. Sei brav und bück dich. Was? Kein Eisen? War das nicht ein Eisenmonster? Ich verstehe das nicht. Egal. So, ich würde mal sagen, wir bauen uns hier. Ach komm, jetzt leck mich am Arsch. So, komme ich hier raus? Noch nicht. Gutchen, yeah, wir haben es zum ersten Mal über den offiziellen Weg aus der Mine geschafft. Oder aus der Schlucht, aus der Höhle, aus der Gruft. Aus der Zone des Bösen. So, dann würde ich mal sagen, schmeiße ich gleich mal eine Ladung Öfen an. Das ganze Gedöns einschmelzen. Und dann. Jo, gucken wir mal. Für irgendwas brauchten wir Eisen. Und ich weiß ja mittlerweile nicht mehr für was. Das Problem war, wenn das etwas war, wofür wir wirklich Eisen brauchten, dann stehen wir vor dem Problem, dass wir eigentlich noch gar kein Eisen haben. Deswegen muss ich mal gucken. Irgendwas wollten wir hier. Ah ja, okay, ich weiß wieder was. Und zwar. Egal. Wir brauchen Eisen. Na gut. Schmeiß ich mal hier den Ofen an. Einmal Eisen. Wow. Der ist so viel. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens. Ja, komm. Ach, komm. Einmal Eisen schmeiß ich auf jeden Fall ein.
Weil, wofür wir nämlich auf jeden Fall Eisen brauchen, ist für eine geschützte Kiste. Damit wir zumindest mal eine Kiste machen können, wo Sachen drin sind, die wirklich heilig sind. Damit die keiner mopfen kann. Ich meine, wehe dem, der uns hier bemopst, ne? Dem mopf ich mal kurz ein Leben. Aber man wisse ja, wie das hieße. So, der andere Ofen ist da. Den schmeiße ich mal kurz hier an mit ein bisschen Silber. So. Okay. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst da rein. Ne, die ganzen Wertstoffe, die ganzen Wertsachen. Alles, was halt glaubwürdig ist. Aber wir haben gerade mal 6 Mesefragmente, das ist ja nicht sehr viel. So, der ganze Kletterdatsch kann alles da rein. Ach, unser gutes Gestein. Ah, was nehmen wir noch in die Sicherheitskiste? Ja, Holz. Holz ist auch etwas, was gerne geklaut wird. Ja, Lebensmittel jetzt eher so weniger. Das heißt, das ganze Gedöns kommt da rein, das kommt da rein, das sowieso, das kommt da rein. Äpfel, das hier kommt auf jeden Fall da rein. Unser gutes Cleanstone kommt da rein, noch mehr Holz kommt da rein. Und das war's eigentlich. Alles andere kann wieder in die Kiste gehen. Das ist alles Zeug. Wenn das geklaut wird, wäre es nicht so schlimm. Wobei halt der gute Stack kommt dann rein. Ja, ansonsten alles andere ist eigentlich eher sowas, was. Wo es halt nicht schlimm. So, bist du fertig? Ja, ist fertig. Dankeschön. Brauchen mehr Blätter. Dankeschön. So, du kommst da rein und du kommst da rein. Sehr schön. Das war natürlich wieder komplett daneben. Egal. Okay. Und das heißt, wir haben ein bisschen Silber, wir haben ein bisschen Kupfer. Ach, wir brauchen noch hier, Bumster, noch ein bisschen Zinn. Und zwar brauchen wir 34, also 4 mal Zinn. 1, 2, 3, 4. Ach, leck mich. Nee, doch. Nee. Oh Gott. Nein. Hure. So. So, dann können wir uns 36 mal Bronze machen. Ist doch eine geile Sache. Ist doch eine geile Sache. Dann kommen wir mal her hier. Dankeschön. Ach, wisst ihr was? Bevor ich den Rappel bekomme. So, das heißt, du kommst nach da oben, einmal im Kreis, du in die Mitte, alles. Bam, 36. Ist so eine geile, ist so eine geile. Na, das kann man, damit kann man doch schon was machen. So, Dankeschön. Ach, einmal muss noch. Dankeschön. Kann man gegen die Blätter? Nö. Aus Blätter kann man nichts machen. Wobei, Blätter werden später noch wichtig. Weil aus Blätter kann man nämlich Plastik machen. Ich weiß nur nicht, ob man aus allen Blättern Plastik machen kann. Können wir ein bisschen probieren. Schmeiß einfach mal ein bisschen was rein hier. Okay. Ach so, weil das Buschleaves sind. Okay, halt, also Buschleaves haben eine extra Gattung. Na gut. Aber aus allen anderen Blättern kann man Ölextrakt machen. Und Ölextrakt brauchen wir dann später, um daraus Pipes zu machen. Können wir mal ganz kurz reingucken. Das erwartet uns in Zukunft. Nein. Genau. Hier. Dafür brauchen wir Plastik. Und Plastik bekommt man aus. Gott, wie viel muss man denn da machen?
Also erstmal hat man das Ölextrakt. Das kocht man zu unprozessed Paraffin, was auch immer das ist. Daraus kann man dann wiederum Plastik machen, indem man es nochmal kocht. Und daraus kann man dann, nein, das nicht, sondern, ja, also haufenweise Sachen machen, aber wichtig ist das hier. Nein, es ist nicht das hier. So, damit haben wir unsere Rohre. Und dann brauchen wir noch das Ding hier. Und hierfür brauchen wir dieses Scheiß-Mesekristall. Und sechs und viermal Eisen. Okay, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Leck mich. So. Okay, du kommst. Nein, das mach ich ja nicht für Scheiße. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du auch und du auch. Beziehungsweise dich können wir gleich mal packen hier. Bam. Okay. Dann haben wir soweit schon mal ein bisschen was geschafft. Der wächst schön. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen, hier mittels des Clean Stones unsere komischen, unsere komischen Dingsmuster zu machen. Ich mache jetzt mal so eine Handvoll, ne, so 40. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Du kommst bitte nach da. Wir brauchen noch eine Säge, fällt mir gerade ein. Da, das, ja, wegen einer Säge bin ich losgelaufen. Da brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Für das nur mit Eis. Ey, wir brauchen unbedingt Eisen. Scheiße, brauchen wir Eisen. Holy fuck. Das kann doch gar nicht wahr sein. Kann nicht erstmal irgendwo eine Höhle sein, wo einfach mal Instant Eisenkopf vorkommt? Hier haben wir schon mal Leben. Oh Mann, ey. Tja, was willst du da machen? Wir sind gefickt. Ja, okay. Also für eine Säge war es. Für eine Säge brauchten wir Eisen. Das ist jetzt natürlich traumatisierend und erschütternd zugleich. Wir haben noch 10 Minuten. Ich will mal nochmal die beiden Höhlen da erkundigen. Vielleicht finden wir doch nochmal ein bisschen Eisen. Ist das scheiße. Oh, ist das scheiße. Oh, wir brauchen unbedingt Eisen. Wir brauchen unbedingt Eisen. So, Fackeln. Wir brauchen. Gegessen haben wir gerade erst. So, na dann, würde ich mal sagen, auf los geht's los. Das war's schon? Okay, hier geht's ja weiter runter. Das Schöne ist, Höhlen in Wasser, also Höhlen, die mit Wasser gefüllt sind, haben zwei Vorteile. Erstens, man kommt immer wieder raus und und zweitens, es spawnen, glaube ich, nicht so viele Monster. Oh ja, da geht's richtig tief runter. Ah, sehr schön. Wir haben kein Holz mitgenommen, kann das sein? Okay, das heißt, wir müssen uns. Ah, super, wir haben kein Holz mitgenommen. Das. Nee, das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Wir müssen uns also wirklich auf Eisen konzentrieren, weil wir haben nur die eine Fackel. Upsili. Entschuldigung. Oh, das ist doch ein. Nee, ist Kupfer, oder? Das ist doch Kupfer. Ja, ist Kupfer. Der ist Kupfer. Oh, Alter. Okay,
Hier geht es erstmal nicht weiter. Wie sieht es hier aus? Hier geht es weiter. Oh. Hatte ich nicht gerade gesagt, dass wir unsere Axt nicht verschwenden dürfen? Jetzt kloppe ich hier die ganze Zeit welches Kupfer ab. Oh Mann. Ah, Eisen! Holy fucking shit. Ups. Fucking Kopf überplatzieren ist eine schlechte Idee. Dann brennen sie nämlich innerhalb von Sekunden ab. Das wäre nicht ganz so gut. Oh, kommt bitte noch mehr Eisen. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Nein. Bitte. Mein Herr, bitte. Oh. Hallo? Da. Ach, Scheiße. Ach, Eis. Ja. Ja. Das Schöne ist an Eisen. Eisen wächst, ist auch meistens hier so, als so, wie man sieht, also als Klümpchen vorhanden. Das heißt, wenn man einmal eine Fläche hat, wo man mehrmals Eisen findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man noch mehr Eisen findet. Okay, aber ich glaube, das war's schon. Unsere Spitzhacke ist sowieso gleich leer. Heißt also, mehr finden wir es wahrscheinlich sowieso nicht. Kann ich noch ein bisschen Kupfer abbauen, das war's dann. Aber, holy shit, yeah, wir haben Eisen gefunden. Und zwar 5-mal. Das heißt, wir bauen zuallererst dann nochmal. Ja, halt ein paar Mal Eisen. Dann können wir unsere andere Kiste tatsächlich auch protecten. Das ist ganz geil. Und dann nehmen wir auf jeden Fall einmal Eisen. Für diese fucking Werkbank. Also hier für die Säge. Ja, die Fackeln lasse ich jetzt alle hier. Weil wir werden hier auf jeden Fall wahrscheinlich noch öfters reingehen, weil wenn wir hier einmal Eisen gefunden haben, dann bete ich, dass wir hier noch mehr Eisen finden werden, weil die Höhle halt extrem viel runter geht. Das ist halt das Schöne an diesen Höhlen, wo Wasser drin ist. Man muss da zwar aufpassen, dass man da nicht erstickt, aber man hat halt auch den Vorteil, dass man da relativ schnell runter und wieder hochkommt, weil man hat halt, wo man sich halt nicht erst einen Weg bauen muss. Ist halt ein Vorteil, der nicht zu vernachlässigen ist. So, da ist unser Gebäude, unser Haus, unser Leben. Oh, ist das geil, ist das geil. Yay, gleich mal direkt den Ofen anschmeißen. Buja. So, wir haben 2-mal Kupfer. Ih, passt ja perfekt. Können wir hier direkt das Eisen hinterher schmeißen, dann haben wir hier alles. Was wir brauchen. So, die Kiste hier, die brauchen wir nicht schützen. Die ist irrelevant. Aber die Kiste hier werden wir auf jeden Fall schützen. So, zuallererst. Saw ist ein wichtiges Werkzeug. So, da brauchen wir Holz. Normales, ganz normales Bauernholz. Na, haben wir Holz? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir schon Holz. Das heißt. So, das bitte einmal und dann einmal frisch aus dem Ofen. Yay, wir haben eine fucking Säge. Wo stelle ich denn die hin? Easy. Okay, so, und mit der können wir jetzt hier gucken, was wir hier so machen. Zum Beispiel können wir hier für den Außenbereich
paar Akzente setzen. Müssen wir gucken, ob es gefällt. Also mir wird es wahrscheinlich gefallen. Ich denke, ich nehme mal die 12er hier, ne? Aber gut, das machen wir in der nächsten Folge. Die Zeit ist jetzt dann doch Feierabend fertig. So, dann mache ich mal hier nochmal schnell. Bam. Und das klatsche ich dann hier gleich mit direkt rein. So, da, bitte das. Danke. So, da, bam. Eisen. Boah, ist das geil. So, und die Kiste müsste ich jetzt quasi erstmal aufbauen. Das wird doch Spaß. Mach ich das jetzt noch schnell? Ja, komm doch. Es geht doch ratzfatz. Hoffe ich. Und ja, die andere Kiste, die wir extra gebaut haben, ist natürlich nicht umsonst, weil ich hätte es sowieso so gemacht, dass wir eine Kiste für Allgemeines und eine Kiste für Wertsachen in dem Sinne haben, dass wir für den Fall, dass wir Wertsachen suchen, nicht so lange suchen müssen. Oh, das ist schade. Droppt die keine Wolle? Oh doch, wenn man sie umbringt. So. Eins, zwei. Ist so schon eine richtige Kakaoproduktion hier. Am Stissel. Siehst du, wir brauchen auch mal Getreide. Egal, jetzt nicht, später. So, wir haben das, 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 das. Perfekt. Big Locked Chest. Yes, Motherfucker. Und jetzt kommt wieder alles raus. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, jetzt können wir Feierabend machen. Dann können wir nächste Woche endlich mal wieder meinen Ton spielen und danach die Woche den Anfang hier mit Fundament setzen, mit Akzenten und so. Deswegen keine kompletten Blöcke, sondern so ein bisschen eingesägte Blöcke. Und deswegen brauchen wir nämlich die Werkbank. Diese Kreissäge, die wir jetzt auch endlich mal haben. Ach, ist das geil. Sehr schön. Gut, würde ich mal sagen, das war's denn damit. Ich setze mich mal kurz hier auf meinen Thron, auf meinen Sandhaufen des Erfolgs. Und dann würde ich mal sagen, ja, das war's. Easy. Nach der kampfreichen Erfahrung. Erfahrungsreichen Kampf. Ist ja egal. Dungeon Master sind scheiße.